zugelassen haben. Der Hermann Huber ist nämlich Weltmeister in der diatonischen Harmonika. Er hat mit seiner steirischen Ziehharmonika gespielt bei diesem Wettbewerb. Wann und wo sind Sie Weltmeister geworden? Letztes Jahr im August in Santa Maria Nova, das ist in der Nähe von Ancona. Wie viele Wettbewerbsteilnehmer hat es da dabei gehabt? 137. Woher kommen Sie, Hermann Huber? Sie haben uns den Spring-Gingerl-Polka gespielt. Was ist ein Spring-Gingerl? Ja, wenn ein junger Bursch, ja, der hat halt ein flottes Leben, gell? Das ist ein Gingerl. Ah, dann ist er ein Gingerl. Und Sie haben uns also das jetzt gespielt und Sie kommen woher? Aus dem Berchtesgadener Land, Also wenn ich richtig gehört habe, sind Sie von Deutschland, Ihre Kollegen von der Außerfeldner Tanzmusik, aber von Österreich. Wie kommt es zu einer solchen internationalen Zusammensetzung dieser Gruppe? Ja, ich wohne direkt neben der Grenze und das ist kein Hindernis für uns zum Spielen. Und Grenzen sind ja bei der Musik sowieso kein Hindernis. Man sagt immer, Musik kennt keine Grenzen und das wird durch die Musik am besten gerade bewiesen.